Jo, was geht ab, liebe Leute? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Battlefield 1. So, wir müssen mal eine falsche Nachricht verschicken. Das Ganze tun wir jetzt. Flieg, mein Großer. Ein einzelner Befehl würde nicht reichen. Gemäß dem osmanischen Protokoll musste er dem Zug in dreifacher Ausfertigung vorliegen, um gültig zu sein. You gotta be kidding me. I mean, you can't make this up. Kommst du nicht rüber? Kommst du nicht rüber? Lauf, Pferd. Das ist sie nicht, oder? Das ist sie doch. Interessant. Shit. Ich bin am Arsch. Leute, ich habe auch nicht damit gerechnet, dass ich schon hier bin. Oh fuck, man. Leute, ich flieg fast durch die Map durch. Weiß nicht, wo der ist. Jungs, beruhigt euch doch mal. Ich muss wieder die Raketen gestoppt bekommen. Lauf, Süße, lauf, Süße, lauf, Süße, lauf, Süße, lauf. Auch gleich. Wo ist der? So, ganz kurz, ruhig bleiben, ruhig bleiben, ruhig bleiben. Ruhig bleiben, ruhig bleiben, ruhig bleiben, ruhig bleiben, ruhig bleiben, ruhig bleiben. Nichts ist verloren, ist alles noch gut. The Saiyan, the Saiyan, the Saiyan. Was ist denn das?
So, wir können jetzt mal hier weg. Soweit passt das. You got to be kidding me. Ağrısılar yolda. Teslim ol. Ja, wie komme ich denn da rein? Wo haben wir den Commander denn? Na, hier ist er nicht. Hä? Ich hab gesehen von irgendwo. Achio, Bitch. So, das waren 3 von 3. Ja, wo kommt der denn jetzt her? Tja, meine Liebe, die Nachricht wurde längst geschickt. Aber nicht die Nachricht, die du dir gewünscht hättest. Lorenz war so ein guter Gastgeber. Was für ein Jammer, dass ich fliehen musste. Natürlich nicht, ohne mir die Position von Lorenz Lager zu notieren. Das heißt, der Zug kennt sie auch. Zweimal hast du dem Zug gesagt, alles wäre in Ordnung. Aber von mir weiß er, wo er angreifen muss. Die Bestie hat die Witterung aufgenommen, meine Liebe. Und sie wird dich und deine Rebellenfreunde vernichten. Erst durch den Feuersturm der Kanonen. Dann mit den Truppen, die alle Überlebenden ausradieren werden. Die Legende von Lorenz von Arabien stirbt heute Nacht. Es gerade noch geschafft. Tilkeci war ein Narr zu denken, wir würden nach seiner Flucht bleiben. Der Kanawar wird nicht aufhören, uns zu jagen. Gut, lass mich nachdenken. Der Zug ist lange unterwegs. Er muss also irgendwo Wasser aufnehmen und dort schlagen wir zu. Also gut. Ich erledige die Wachen und deponiere dann Sprengsätze an den Gleisen. Ja, ich sammle unsere Kämpfer. Wenn ich die Gleise sprenge, sitzt der Zug in der Falle. Sobald ihr die Explosion hört, greift mit allem an, was ihr habt. Das ist gut. Aber es könnte durchaus sein, dass die Männer nicht kommen. Es wäre möglich, dass du auf dich gestellt bist, nachdem du die Sprengsätze gezündet hast. Tja, das weiß ich wohl erst, wenn es soweit ist, was? Jasna! Der Mensch schmiedet Pläne und Gott lacht.
Wie sich herausstellte, wimmelte es in dem kleinen Ort, in dem wir den Zug überfallen wollten, von feindlichen Truppen. Wir mussten also zunächst diese Soldaten ausschalten, ehe wir unsere Sprengsätze deponieren konnten. Okay, ich muss gucken, ob hier noch irgendwas ist. Wie viel sind die insgesamt? Ich habe im Prinzip keine andere Wahl, als hier richtig loszulegen. Bei Stealth komme ich hier nicht durch. Weil die beiden sind da. Die Jungs sind es mir erstmal egal. Good luck. Kein Plan, wo ich bin, das kann eigentlich gar nicht sein. Ja, ich muss sowieso hier aufräumen. Komm her, du Schmeiß! Aufräumen muss ich hier anyway. Sorry, Bruder, du musst aber sterben. So, wie viele Wagen habe ich denn noch? Da ist einer. Boah, ich hab gedacht, die wären voll nah an mir dran. Deswegen habe ich gerade überlegt, ob ich eine Granate schmeiße. Scheiße, was war dumm, was war dumm, was war dumm, was war das denn? Hallo? Ich will eine Waffe haben.
Wieso ist, wo ist mein Anzapfel denn? Ich habe eine andere Waffe aufgenommen, wollt ihr mich verarschen? Irgendwas Vernünftiges. Oh je. So, liebe Leute, ich mache hier mal eine Folge. Ein Break. Ich bin auf das Zuschauen bis zum nächsten Part von Battlefield 1. Bis dahin, haut rein und tschüss.